Hallo, in ein paar Tagen steht Weihnachten vor der Tür und bei uns wird traditionell seit etlichen Jahren, wie bei den Engländern, ein Weihnachtspudding gemacht, ein englischer Plum Pudding. Den habe ich mir mal eingebildet und seitdem gibt es den bei uns. Der soll ja laut Rezept, das sehr umfangreich ist, das zeige ich euch nachher mal, schon ungefähr 3, 4 Wochen vor Weihnachten gemacht werden, damit er richtig reifen kann und durchziehen kann. Das Problem, wenn man diesen Plum Pudding auf die traditionelle Weise macht, ein paar Wochen vorher und ihn auch kühl lagert, kann es passieren, dass der einen Schimmelansatz bekommt. Das ist mir schon ein paar Mal passiert, hat mich wahnsinnig geärgert, weil es viel Arbeit und viel Material kostet. Und wenn dann ein Schimmelfleck auf dem Plum Pudding ist, das ist wirklich, sage ich nicht, sehr appetitlich. Ich bin zwar nicht der empfindliche Typ, aber trotzdem haben wir diesmal eine Methode gewählt, bei der einfach nach der Zubereitung dieses Plum Puddings kein Kontakt mehr zu irgendwelchen Folien oder zu einer normalen Hand oder irgendwas kommt. Und wir haben das jetzt diesen Plum Pudding dieses Mal eingeweckt. Das heißt, wir haben den in Gläsern gemacht. Normalerweise ist ja die traditionelle Plum Pudding Form aus Aluminium mit einem Deckel. Wenn der Pudding fertig ist, kommt der Pudding raus auf den Teller und wird dann mit Zellophan abgedeckt und man wartet halt dann, dass man verzehren kann. In den Gläsern, das sieht dann so aus, hier ist ein kleineres, ist der Plum Pudding eingeweckt. Das heißt Vakuum verschlossen, mehrere Stunden im Wasserbad gekocht und dann mit einem, das ist der Deckel praktisch schon drauf. Das Vakuum zieht nachher den Glasdeckel ans Glas. Das sieht nachher so aus. Den haben wir jetzt also vor 3 Wochen gemacht. Schaut noch einwandfrei aus. Ich denke, den kann man länger lagern als 3 Wochen. Das sind die großen Gläser. Wir haben da also gleich 5 Stück gemacht. Einen möchte ich als Versuch stehen lassen, wie lange der haltbar ist. Man muss halt darauf achten, dass man beim Füllen oben Luft lässt, der quillt noch ein bisschen beim Kochen, damit diese Masse nicht am Deckel ansteht. Ich werde nachher jetzt gleich im Anschluss das kleine Glas öffnen, dann werden wir aufs Vakuum achten, ob es zischt, und werden uns mal ein Stück rausschneiden und schauen, wie der schmeckt. Gut, ich habe da ein paar kleine Filmchen zusammengeschnitten, die wo beim Herstellen des Puddings entstanden sind. Zu guter Letzt wird normalerweise dann noch eine Soße gemacht aus Puderzucker, Zitronensaft und Brandy. Wird im Topf erwärmt und drüber gegossen und der ganze Plumpudding wird vorher noch flambiert. Da habe ich mir jetzt einen 54%igen Rum besorgt. Natürlich keinen super hochpreisigen, aber halt mit genug Prozent, damit es auch brennt. Den erwärmt man am besten vorher, dass der Flammpunkt ein bisschen schneller kommt. Und ist sehr kalorienhaltig, also das reine Energiefutter, würde ich sagen, wäre auf einer Expedition auch gut zu gebrauchen als Energiespender. Da ist zum Beispiel auch reines Rinderfett drin, das auch nicht so leicht zu bekommen ist. Das besorge ich mir jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit bei Vinzenzmur hier in Bayern, diese Metzgereikette. Da gibt es dieses Rinderfett abgepackt in solchen Wurststrängen. Okay. Also dann, ihr seht es ja nachher, was rauskommt aus dem Glas. Tschüss. Zwei Orangen bringen, die kannst du heiß abwaschen. Mit Und der die Zitrone auch kann man einfach frischen abwaschen. Schnee. Das fällt halt schon ganz im Boden.
Hat schon gezischt. Also gut rausgegangen, gell? Also sieht einwandfrei aus. Jetzt muss er bloß noch schmecken. Also ich kann euch berichten, der Versuch mit dem Einwecken im Glas von dem Plumpudding. Plum Pudding war der volle Erfolg. So sieht er aus. Hat sich sauber lösen lassen aus dem Glas. Ist saftig. Genauso wie traditionell gebacken oder gekocht. Ein Traum. Die können kochen, die Engländers, hat der Peter Ludolf mal gesagt. Gut, könnt ihr auch mal probieren. Wieder schauen. Ciao, bis zum nächsten Mal.